Hast du eigentlich schon das Muscheldrama von Seven vs. Wild bekommen? Ja. Marsha guckt, ich musste gestern eine halbe Stunde nach meinem Stream im Wohnzimmer verbringen, weil Marsha Seven vs. Wild geguckt hat und ich nicht gespoilert werden durfte. Deswegen wurde ich dem Schlafzimmer verbannt. Und dann, als ich wiederkam, hat sie gesagt, sie ist jetzt fertig. Dann haben wir ein Basti-Video geguckt. Musste sie dann mitgucken. Mir ist egal. Sie hat mehrmals gesagt, sie hat keinen Bock drauf. Ist egal, wir haben es geguckt. Und währenddessen hat sie, also Marsha hat nach jeder Seven vs. Wild-Folge immer den Reddit gecheckt. Und da ist es ja ganz, ganz groß so mäßig, sollten Knossi und Sascha disqualifiziert werden oder so. Wegen den Muscheln. Lieber also, Kevin, ich wünsche allen im Chat frohe Weihnachten und ein gesundes Neues. Bro, wirklich, Digga, diese Staffel Seven vs. Wild war eine Show, holy shit. Ausleben kann. Danke für alle deine Streams und dass es dich gibt. Warum? Ich weiß nicht, ob das ist, was Wilbo gerade meinte, aber soweit ich verstanden habe, haben die auf diese Leute quasi abgecampt und die dann halt gefragt, ob die Muscheln halt giftig sind. Weil die halt nicht wussten, ob das halt Red Tide gibt oder nicht. So, das ist halt das irgendwie. Das hat Knossi irgendwie in einem Stream gesagt oder so. Und das ist jetzt Big Drama. Aber ich sag euch ehrlich, ey, red's mal einfach für den Resub. Kuss! Ich sag euch ehrlich, diese Orga war so chaotisch und scheiße. Versteht ihr, was ich meine? Es war ja jetzt nicht so, dass wir... Weil, guck mal, ich weiß nicht, wie ihr euch so ein Briefing vorstellt. Ich habe mir das die letzten Staffeln immer so vorgestellt, dass man so früh aufwacht, dann weiß man so, okay, wir frühstücken jetzt und dann ist so 5-6 Stunden ist so Briefing. Und man kriegt so irgendwie beigebracht, diese Tiere existieren, diese Früchte existieren. So, in meinem Kopf war das so eine PowerPoint-Präsentation, so ein bisschen wie Schulunterricht. You know, check hier. Und jemand macht so mit so einer PowerPoint und so einem Laserpointer und führt so durch, you know? Bruder, das war alles nicht. Das gab es nicht. Also wir haben von Einheimischen erklärt bekommen, diese Beere kannst du essen und mit dieser Pflanze kannst du deinen Arsch abwischen. Real Talk, das war's. Real Talk, das war's. Alles zur Natur. Dann Wölfe existieren, Beeren existieren. Cool. Beerenspray wurde uns nur auf Nachfrage 10 Minuten gezeigt, bevor wir ausgesetzt wurden. Und dann haben wir halt noch gelernt, wie wir so einen Arm abbinden, falls jemand irgendwie sich hier Hauptschlagader aufschneidet oder so. Das war alles so. Ne? Also ich meine, das mit dem Abbinden vom Arm, ich glaube, ist auch das Allerwichtigste so, aber ist trotzdem der Rest ja auch wichtig gewesen, versteht ihr, was ich meine? Und ich finde, bei so einer unfassbar chaotischen Vorbereitung, und das hat man wirklich gemerkt, auch wenn man noch nicht vorher dabei gewesen ist, und Sascha und Knossi waren ja schon vorher dabei, finde ich es mehr als legit, bei so einer Frage nachzufragen. Weil, Bro, am Ende des Tages, keiner von uns ist wirklich da, um 100% nur dieses Survival-Ding zu machen, sondern es geht hauptsächlich, vor allen Dingen für die Nicht-Survival-YouTuber, aber auch für die Survival-YouTuber, ums Entertainment. Und nicht darum, dass da wirklich jemand drauf geht, Bro, you know? Okay. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Finde ich legit, keine Ahnung. Seitdem ich dich schaue, selbstständig und habe seitdem viel durchgemacht. Aber seit 5 Jahren habe ich jeden Tag geschafft, ja, und kann heute sagen, ich kann meine ganze Familie für immer ernähren, du warst ein Teil. Aber ich glaube, was nicht so cool ist an der ganzen Sache, ist nicht irgendwie das von Knossi und Sascha, sondern dass alles dann so geheim gehalten wird, you know? Und so... Das ist alles so secret und dann Leute exposen das dann so in ihrer Reaction. Aber das ist dann auch so, man will es dann auch irgendwie sagen, weil die Leute fragen einen dann so, warum ist das und das passiert? Und man weiß so, naja, also deshalb halt, aber man will dann nicht die Zuschauer anlügen, you know, und so. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es ja noch in Behind the Scenes. Ja, maybe. Maybe, so wie mit dem Gaskocher, der auch in Behind the Scenes kam. Oh Mann, ey. Ja, das ist, aber ich muss euch sagen, ich enjoy dieses ganze Drama drumherum fast schon mehr als die eigentliche Staffel. Ist schon ganz geil. Ich finde so Drama drumherum ist schon ganz lustig. Könntest du maybe noch die erste Dono Bun, hast das glaube ich vergessen. Der Typ, der vorgestern auf Arbeit gejaggert hat. Irgendwer hat es rausbekommen und meinen Chef damit konfrontiert. Chef droht mir jetzt mit der Kündigung mit 7 Tage Kündigungsfrist. Bro, was soll ich machen, bin noch in Ausbildung. Bruder, bitte sag mir, das ist einfach Gag. Das muss ein Gag sein. Bro, er hat gestern donated, okay, Chat, und meinte, dass er auf Arbeit gejigst hat und so lange weg war, dass er es nicht argumentieren konnte und dann einfach gesagt hat, dass er krank ist. Und dann kam der Krankenwagen. Und er hat das donated. Bro, es muss fake sein. Bitte sag mir, es ist fake. Bruder, das ist ja kranke Scheiße. Das muss fake sein. Auf der anderen Seite ist die Story so f***ing dumm. Dumm, dass sie echt ist. Checkt ihr, was ich meine? Manchmal sind Donations so hohl, dass sie echt sein müssen. Du glaubst doch alles. Bro, wir hatten schon viele Sachen, okay? Wir hatten einen Typen, Bruder,
der angeblich ein Loch hatte in seinem Keller, wo Geräusche herkamen. Und jetzt darf er auf einmal nicht mehr drüber reden und die Polizei war bei ihm zu Hause. You know? So, es gab wirklich viele Sachen, Bro. Und es gab auch viele Sachen, die confirmed real waren. Zum Beispiel, ja, was man auch erstmal nicht glauben würde. Einer donated, hey, ich stehe vorm Club und hab keine Jeans an. In, weiß ich nicht, Bongohausen oder so. Kann einer rumkommen und mir eine Jeans vorbeibringen? Ja, dann würde man ja auch halt im ersten Moment denken, okay, es ist ein Joke. Aber Bro, ihr versteht nicht, ich mach das seit 10 Jahren und wie oft ich am Ende des Tages so ein Bild bekommen habe, wo dann der Beweis war. Bruder, 2 Stunden später, es kam ein Bild, die beiden stehen mit Papa Platte Merch vor diesem Club, Bro, und der Typ hat eine Jeans an. Versteht ihr, was ich meine? Es ist kranke Scheiße, Mann. Es ist kranke Scheiße, Mann. Vielen Dank für den Subro, Icy Lake und Johnny. Bruder, ihr versteht nicht, was wir für eine kranke Ansammlung an Voll in diesem Channel haben. Alright? Das ist kranke Scheiße. Ey, apropos kranke Scheiße, ich hab kranke Scheiße geträumt diese Nacht. Bruder, ich hab geträumt, dass ich in so einem Oldschool griechischen Miniaturschwimmbad war, was so mehrere Etagen hatte, wo so immer so eine Wendeltreppe runterging, okay? Und nur oben war Wasser und da habe ich so mit meinem Bres gechillt und dann irgendwann habe ich gesagt, ich erkunde jetzt den Weg weiter und dann habe ich gesehen, dass alles unten so vollgemüllt war und ich bin aus Versehen hingefallen und hatte dann in meinem linken oberen, also in meinem Oberschenkel links, hatte ich eine Spritze drinne mit so einer Nadel, Digga, und ich musste das dann rausziehen und es kam so Blut rausgespritzt. Okay, und dann bin ich so, ich lag so auf dem Boden und dann wollte ich mich so umdrehen und so mich hoch drücken oder so und bin quasi mit meinem rechten unteren Bein, bin ich so in den Müll reingedreht und hatte 20 Nadeln hier drinne, Bro, also so Spritzen, 20 Spritzen und hier auch noch eine drinne. Und als ich aufgewacht bin, hat sich das noch so angefühlt, als hätte ich diese Spritzen noch, also als hätte ich die gerade frisch rausgemacht aus meinem Bein. Digga, das war so räudig, what the fuck. Also das war wirklich Top 10 räudige Streams, räudige Streams, ja das auch. Räudige Träume, die ich hatte bis jetzt. Digga, what the fuck, Alter. Das ist kranke Scheiße, Mann, kranke Scheiße. Und ich habe noch irgendwas geträumt, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Jeder aber, Traum hat ja eine Bedeutung. Ich frage mich, was die Scheiße zu bedeuten hat. Ich habe eine unfassbar krasse Angst vor Nadeln. Ich habe eine Nadel- und Spritzenangst. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Phobie. Also wenn es halt gemacht werden muss, mache ich es halt. Aber ich scheiß mir jedes Mal in die Hose, Digga. Ich hab mehr Angst vor Narkosen, also nicht mal vor der Narkose, es geht gar nicht mal um die Narkose selber. Es geht nur um den Part, wo die mir diese Spritze hier reinmachen oder so. Oder wenn die mein Zahnfleisch oder so, wenn die da mit dem Ding reingehen und das betäuben, Digga, ich denke jedes Mal so, oh mein Gott. Und dann ist es so, und es tut so, man denkt sich so, Bruder, oh mein Gott, darüber hast du dir jetzt eine halbe Stunde die Hose eingeschissen, Digga. So, aber jedes Mal, Bro, sitze ich wieder da und denke mir so, gleich ist es soweit. Ja, am krassesten war es, als mein Ohr operiert wurde. Da wusste ich ja schon so 2-3 Stunden, okay, gleich ist es soweit und so. Und dann liegst du da so, ich weiß nicht, ich hatte safe auch schon mal eine OP, die meisten von euch oder manche von euch. Und dann liegst du da so, Bro, in deinem Kittel, Junge, und wirst dann so mit diesem Bett reingeschoben und du weißt, okay, gleich schieben die dir diese Spritze rein. Aber eigentlich ist es turbo chillig, aber ja, und ich glaube, damit hängt es zusammen oder so, I don't know. Aber ja, kein Plan. Vielleicht hat der Traum mit deinem Arzttermin zu tun? Ja, vielleicht. Bro, meine Freundin schießt schon 6 Monate vor der Spritze ins Hemd für 30 Sekunden und danach sagt sie, wow, dafür mache ich mir Kopf. Ja, immer so. Also 6 Monate vorher finde ich auch wild. Ich bin der Klassische, mir ist egal, was ich machen muss, egal, bis 15 Minuten vorher, dann habe ich den heftigsten Durchfall meines Lebens und dann mache ich die Sache, auf die ich quasi hingefiebert habe. Das ist der klassische Ablauf, den ich habe, you know? Hast auch MRK geträumt, dass dich Manuelsen in dein Wohnzimmer in den Arsch gebucht hat? Nein. Ich leider schon. Nein. Und auch, dass Flair nach einem Konzert abgestochen hat, während ich nackt weggerannt bin von seinem Konzert aus einem Baum. Hattest du auch so einen Traum? Nein, hatte ich nicht. Das ist kein Gesch*** Bro. Das ist kein Gesch***